Das ist dein Adora-Stream. Wer hat denn sowas gesagt? Außerdem muss ich das hier machen, deswegen brauche ich einen Helden mit Skin. Leider hat nur Owen einen Skin, den ich gerne nutzen möchte. Und noch eine Schwermission brauche ich. Naja, Adora-Stream möchte ich gerne mit Adora machen. Würzinsel mal wieder. Ach, cool. Passt sogar. Dann haben wir ein Pet. Frosty Pet! Hallöchen, SQ Azazel. Warte, stopp. Als ich angefangen habe, war ich mit BT5 überfordert. Der ist auch echt nicht so einfach, ne? Muss man sagen. Ja, ich mach gleich Adora, sobald ich den, diesen Dings hier fertig habe. Diese Mission. Einfach weil ich gerade dabei bin, Achievements zu hunten. Was brauche ich eigentlich dafür? Alchemisten. Ja, ich kann mir Alchemisten auch mal wieder ein bisschen Schaden machen. Sollte ich mal wieder. Man kann Pet ins Wasser setzen, das ist richtig ergo. Pet ist ein Wasser-Hero. Den kann man aufs Wasser setzen. Hast du meine Heldvorstellung nicht gesehen? Da habe ich es bestimmt. Da ist die Turmvorstellung, die Playlist. Da habe ich es bestimmt kommuniziert. Bin mir sicher. Ich würde hier, ja, eine Gliefe reinpacken. Was heißt XX5 für Junge? XX5, du hast immer jeweils drei Zweige. Das erste X würde halt für den ersten Zweig stehen, das zweite X für den zweiten Zweig, der dritte X für den, die 5 würde halt bedeuten 0, 0 oder halt egal, egal und 5. Ja? Das heißt, XX5 würde einfach bei Moa-Affen mindestens die Moa-Beherrschung bedeuten und dann halt kann man sich aussuchen, ob man den oberen Zweig oder mittleren Zweig nehmen möchte. Das ist die BTD6-Sprache. Pet, ja, tatsächlich, Pet sollte schmelzen. Es ist aber seine Haut, Leute. Ja, die ist einfach so. Adora ist gerne aber teuer, spielt auch gerade. Ich werde sie auch nutzen nächste Runde, weil ich dann nämlich nicht mehr die Skin, Helden-Skins brauche, die ich nutzen muss, um das Achievement zu kriegen. Was ist für heute das Ziel? Ein paar Achievements farmen. Also, wir haben ein paar Koop-Missionen am Anfang gemacht mit Adora. Ich habe ein bisschen mit Adora gespielt, werde nächste Runde auch wieder mit Adora spielen. Aber gerade habe ich ein bisschen Achievement-Hunting vor mir. Die 040-Geburt ist nicht mehr, Fähigkeiten sind nicht mehr so stark wie vorher. Die macht zwar mit zwei Schüssen den Bett kaputt, aber die Ableger kommen raus. Ich weiß nicht, wie der bei den anderen, zum Beispiel Z, Som, BFB und so weiter. Ja. Nicht so einfach. Ich würde ja. Der nervt jetzt schon wieder voll. Schimmern? Oder Zweig, ne? Und eine Feuerkugel nutzen. Und Feuerball natürlich, selbstverständlich. Roar. Es ist Jahr 2859. BT19 ist draußen. Die Ninja schießt auf XXX15XXXX63 Schuriken. Ja, das ist möglich. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das so passiert. Dass das irgendwann so kommen wird. Machen Wasser nur drei Atom-U-Boote und der Rest nur Versorgungsschiffe. Und dann? Mach bitte Boot 4XX. Ihr wisst schon, was ich gerade mache. Ich versuche mit Zaubereraffen die restlichen Rehmumus platzen zu lassen. Plus die zu entschimmern. Das ist gerade so ein bisschen mein Ziel. Achievement Hunting halt. Ganz gut, dass ihr hier vorne steht.
dann nehme ich sonst keinen, der die Tarns entdecken kann. Finde ich sehr praktisch. Endlich jemand, der meinen Namen auf Anhieb richtig ausspricht. Aber ich habe dich doch schon 20 Milliarden Mal gefühlt ausgesprochen. Azazel. Warum irgendein? Bitte Bomben 025. Du hast geschrieben Bomben, please, und das Zweig. Das bedeutet für mich Bombenturm 001. Oder? Was ich noch bräuchte, ist was gegen die Zeppeline. Was war Arkanmeister? Seit wann Zeppelin-Ballons? Die sollen Heißluftballons nehmen. Magst du den 050 Magier? Ja, seit dem einen Update ist er jetzt super stark und vor mir sieht er super schön aus, grafisch. Wenn du Türme platzierst und sie dann verkaufst, bekommst du Geld dazu. Naja, du bekommst halt den Verkaufspreis. Ja. Der Verkaufspreis beträgt so anfangs 70%, je nachdem wie viel Affenwissen du hast. Ich glaube irgendwie auf 75, 80, 90% irgendwie so. Ich kenne den Preis nicht mehr genau. Ich habe jetzt halt schon 2007 Gold kriege ich halt wieder, wenn ich ihn verkaufen würde. Ist logisch, wenn du was verkaufst, kriegst du halt Geld wieder. Ist irgendwie logisch. Was nicht zu vergessen ist, das Spiel ist in der fünfdimensionalen Realität spielbar. Du musst dich selber als Affe verkleiden, um mitspielen zu können. Ob wir noch 6000 Dollar kriegen in einer Runde? Nee, wa? Ich glaube, ich sollte meine Moabmine nutzen. Wenn man Türme platziert und man sie dann verkauft, bekommt man nur etwas Geld, aber man hat weniger als vorher. Das ist richtig. Das ist normalerweise immer bei Dingen so, die man verkauft. Wenn du dir etwas neu kaufst, ja, so als Beispiel, so du kaufst dir einen Computer und du verkaufst ihn weiter, kriegst du ja auch nicht mehr Geld dazu, sondern du kriegst halt in der Regel weniger. Also, ist bisher bei mir so gewesen. Ich weiß ja nicht, wie es für euch so ist. Spiel mal BTD5. Wenn du Sehnsucht nach BTD5 hast, guck dir mal bitte den Link an, den ich da reingepostet habe. Und scrolle dazu eine B runter, wie Bloons Tower Defense 5 und guck dir die 600 Folgen lange Playlist an. Viel Spaß dabei. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das hier aber. Mach bitte Droide XX3. Das können wir auch machen. Nee, XX3 ist doof. Ich hätte ja so an X3X gedacht, einen Dschungeldruiden, das wäre cool gewesen. Aber XX3, nö, benutze ich ihn doch nicht. Und auf Start, Heike, Pixel Freak Gamer. Ich mache morgen meinen Autoführerschein. Hast du mal vor, den zu machen? Nice, also Sinn. Ne, ich habe es tatsächlich nicht vor. Ich habe angefangen vor 2 Jahren. Habe mich angemeldet. Habe die Gebühr bezahlt. Bin einmal hingegangen. Und habe mir so gedacht, voll behindert. Ich wohne in Berlin. Ich brauche kein Auto. Und bin nicht mehr hingegangen. Ich brauche kein Auto. Ich will auch gar kein Auto haben. Das finde ich voll behindert. Ich hasse Autofahren. Ich bin jetzt eine Woche nach Münster, bin ich halt auch im Zug gefahren. Fand ich voll entspannt. Du kannst einfach chillen, du kannst ein Buch lesen, du kannst planen, du kannst arbeiten, du kannst pennen. Und beim Autofahren musst du halt dich immer konzentrieren. Das finde ich voll kacke. Finde ich grauenvoll. Kann ich gar nicht. Nee, 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 nee. Aus, wenn du einen Schimpansen siehst, dann nicht. Ne? Kannst du Scharfschütze x66, also nichts. Aber nur so ein Scharfschützen. Ja, ungern gerade. Alchemist, Alchemist kann man machen. That's possible. Na, ah, ich wollte auch noch Meister Alchemist machen. Egal, das muss ich separat machen. Wenn wir Adora dann haben. Hi Kaskada, was habe ich verpasst? Ziemlich viel. Wieso hast du bei Helmpark auf einmal aufgehört? Schaltet mal alle Folgen frei, bitte. Hallo, das ist ein Let's Play halbe Welt. Wie wär's, wenn du einfach mal gechillt, entspannst und jeden Tag ganz fleißig auf die 18:30 Uhr-Folge wartest? Ich kann Hero Park nur empfehlen als Let's Play zum Angucken. Selbstverständlich, wie ich jedes Video von mir empfehlen kann. Ich habe einen guten Vorschlag, den selbst du mögen würdest. Platziert einen Affen. Irgendeinen, den mir gefällt. Ist auch geil. Ich finde Automotorradfahren macht echt viel Spaß, habe ich vielleicht von meinen Eltern. Ja, aber erstens ist es teuer, zweitens ist es umweltschädlich und drittens
Ich brauch's in Berlin einfach nicht, ja. Das ist der Knackpunkt. Ich brauch's schlichtweg in Berlin einfach nicht. Ah, geil, wie viele Leute, wie viel wir hier entschimmern. 10.000 muss man. Oh. Aber schlecht. Er hat sich halt übrigens aktualisiert. Ich glaube, wir bräuchten noch ein paar öfters den Schimmer. Wird nicht so einfach werden. Ich glaube, ich sollte alternative Blumenrunden machen. um den Schimmer richtig nutzen zu können. Was versuchst du? Ich farm Achievements und nebenbei Medaillen. Aber es gibt keine Verspätung, außer du bist nicht auf den Weg eingeschränkt. Dafür bist du abhängig davon, ob es einen verdammten Stau auf der Autobahn gibt. Und wie oft ich mit Flixbus gefahren bin, übrigens super schlechtes Unternehmen, kann ich nicht empfehlen. Meine persönliche Erfahrung. Seitdem die mit Postbus fusioniert sind, haben die Preise angehoben und der Service ist schlechter geworden. Ich habe mich in der Busfahrt immer wieder beschwert, habe schön das WLAN-Log benutzt und habe einen Beschwerdebrief geschrieben, immer wieder, Beschwerde-E-Mail, immer wieder. Meistens kamen die so 15, 20 Minuten zu spät. Irgendwie habe ich verkackt, wa? Aber hat nie irgendwas gebracht, ne? Zu Weihnachten kosten die Tickets meistens auch 20 Euro. Alter, dann bin ich mit der Bahn günstiger. Und es ist unbequem. Flixbus, du bist eingeschränkt. In der Bahn kannst du rumlaufen. Du kannst wirklich von Anfang bis Ende rumlaufen. Was ich echt cool finde. Ich habe übrigens 25.000 Gold. Was mache ich damit? Ich kann Flixbus leider nicht mehr empfehlen. Oh, warten schon wieder. Ja, sorry, halbe Welt. Das ist leider so. Das ganze Leben besteht aus Warten. Aber, na klar, dein Auto kann natürlich auch einen Ausfall haben, indem es kaputt ist. Es kann verspäten, wenn du Stau hast. Und du bist sehr auf dem Weg eingeschränkt, sobald wirklich mal Stau ist. Ich sehe keinen Vorteil im Auto, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Noch nicht. Das kann sich genauso ändern wie meine Studienbesessenheit. Dass ich einfach im Studium total Bock drauf habe. Genauso wie im Autoführerschein, ja. Da gehe ich ja so solche Dinge aber wirklich an und ziehe sie durch. Aber derzeit, ich sehe keinen Sinn, einen Autoführerschein zu machen. Banane, das Denkpad. Kannst du was mit Schneemann und rechts machen? Ne, ich glaube nicht. Ich kann... Da! Der Schneemann hat einen Kopf. Ey, bleib schön mit dem Schneemann. Das habe ich mal gemacht in der Regionalbahn, 2 Stunden von vorne bis hinten gelaufen, ich glaube 3 Mal, um mir einen guten Platz mit jemandem zu finden. Nee, ich meine einfach Beine vertreten. Ja. Das ist in der Bahn super. Und du hast einfach nette Leute um dich herum. Ich habe gestern auf dem Rückweg, auf der Rückfahrt so nette Leute um mich herum gehabt. 2 Frauen, die sich links unterhalten haben über verschiedene diverse Dinge. Und meistens hast du halt auch irgendwie Kinder in den Abteilungen. Ich finde es immer voll witzig, wenn einfach die Stimmung durch Kindergelächter aufgelockert wird. Finde ich voll cool. Und das merkst du an allen anderen auch. Die sind einfach alle viel entspannter und relaxter, wenn Kindergelächter da sind. Und die Kinder laufen da einfach durch die Bahn, ja, in Socken. Das ist einfach voll süß. Also ich sehe nichts Negatives an, außer natürlich, dass die Bahn Verspätung hatte, eine halbe Stunde, als ich nach Münster gefahren bin. Aber hey, ja, ich bin von Flixbus auch eine Dreiviertelstunde Verspätung bei minus 15 Grad gewohnt, ohne Informationen. Regenbogen sind Magie, ich hab das Achievement fertig. Also ich bevorzuge tatsächlich die Bahn vor dem Flixbus. Ab geht dem Bumerang. Naja, 43.000. Ist hier nicht so gut, glaube ich. Dann lieber den Großmeister-Ninja. Weil die Range ist komisch. Und Erzmagier. Okay, was wollt ihr? Großmeister-Ninja oder Erzmagier? Ihr habt die Entscheidung. Wer schleicht die Mobs alles drückt, das ist Pet. Hier, manchmal treibt der Mächtiger die Blumen vom Ausgang weg. Das ist also lol, Level 2. Level 1, ich Level 1. Pet schlößt die manchmal zurück. Erzmagier, alles klar. Recht eindeutig. Im Bus bist du auch darauf angewiesen, ob Stau ist oder nicht. Deswegen ja. Deswegen mag ich auch keinen Flixbus mehr. Donnerblitz, das meinte ich ja gerade. Die Bahn ist einfach viel schöner. Du hast Schienen und in der Regel blockiert kein Fahrzeug deine Schienen. Kein Verkehrsmittel ist optimal, definitiv nicht die Cave. Habe ich auch nicht gesagt.
Ein Auto ist hier einfach ein Muster von 25 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Das habe ich natürlich auch nicht gemeint. Ich rede jetzt von Berlin, ne? Klar, wenn ich auf dem Dorf leben würde, ist ein Auto absolutes Must-Have. Dann würde ich ja auch machen. Dann ist aber auch ganz ehrlich die Führerscheinprüfung für den Arsch. Wenn dir auf 50 Kilometer vielleicht ein Auto entgegenkommt, aber einen Führerschein in Berlin zu machen, mach das mal. Das ist eine Katastrophe. Doppelte Kreuzungen, absolut rücksichtslose Fußgänger, Schilder, von denen du vorher noch nie was gehört hast. Vierfache Spuren. Nee, kannst du knicken, Alter. Dann war dann bitte schon 163, ja, irgendwann. Rückfahrt von wo? Von Münster, halbe Welt. Wenn die Spiele sind Balken rechts und links, ist das normal oder nicht? Und kann man die wegmachen? Naja, schwarze Balken bedeutet meistens, dass du eine komische Auflösung hast. Mach den Schneemann zu einem Eisaffen. Da ist er. Ist auch witzig. Er hat eine zu hohe Range, würde ich mal. Wobei, das Schimmer ist ja auch mit dabei, das ist gut. Ein 030-Druiden. Na, selbstverständlich. Ja, mach Platz, Alter. Ist der neue Held der Stärke? Die neue Heldin ist die stärkste, finde ich, ja. Meine Meinung. Bombenturm. Dann versauen wir nicht die Schneeinsel. Miau, schön den Song umarmen. Ausgezeichnete Aussicht. Ein neues Achievement erhalten, nämlich zwei Achievements einmal. Gewinne 100 Spiele mit dem Skin eines beliebigen Helden. Nice, 500 Dollar. Und lasse 20.000 Ringbogen-Bloons mit Zauberwaffen platzen. Nice. Das waren übrigens Doppel-GP-Moab, merke ich gerade, ne? Wir haben doppelt so viel Leben gehabt. Ich habe mir schon gedacht, warum halten die so lange durch? Was war Doppel-GP-Moab einfach mal gewesen?